Also schnell rein hier in Runde 4, nicht dass wir was verpassen. Der Lüneburger SK gegen den VfR Neumünster. Und der Gastgeber gibt schon wieder Vollgas. 30 Sekunden nach dem Anpfiff. Marian Kunze mit dem 1:0 für den LSK. Die machen genau da weiter, wo sie bisher aufgehört haben. Was kommt vom VfR Neumünster? Klasse Parade da hinten drin. Schöner Reflex vom Schlussmann beim LSK. Und auch die nächste Aktion, da wäre geschlagen gewesen, aber der Pfosten im Weg beim Versuch vom VfR, hier den Ausgleich zu treffen. Dagegen dann der LSK. Achtung, wir schauen auf das magische Dreieck wieder vor der Bude. Und dann steht es 2:0 hier für den LSK gegen den Oberligisten aus der Flens-Oberliga hier. Ja, und dabei bleibt es auch, der LSK weiterhin ohne Niederlage, rennt hier bisher durch die Vorrunde, gewinnt mit 2:0. Wir schauen in Gruppe B, der FC Überneuland gegen den TSV Adendorf, eben noch mit dem Last-Minute-Sieg. Und mit einem weiteren Dreier wäre hier noch einiges möglich, aber wir halten uns kurz. Der FC Oberneuland hatte keine Lust auf Spannung. 1:0 Führung hier in dieser Partie für den Teilnehmer aus der Bremenliga. Und das war auch alles. Ein einziges Tor in diesem Match. Damit zieht der FC Oberneuland weiter mit seiner Siegeserie, mischt da ganz oben mit in Gruppe B aktuell. So, der ETV Hamburg gegen SV Eintracht Lüneburg, Regionalliga Nord gegen Kreisliga. Vielleicht gibt es ja eine kleine Überraschung, aber in diesem Fall nicht, denn der Regionalligist spielte jetzt richtig auf, absolut in Torlaune hier. Kaum zu stoppen von den Kreisligisten. Achtung, das ist die erste Möglichkeit und das erste Tor. 1:0 für den Regionalligisten. Und wir lassen die Szene einfach so mal laufen, denn es geht jetzt natürlich zum Anstoß. Und der ETV heiß auf Treffer Nummer 2. Da kommt der Fehler. Ausgeschaut, umkurvt und rein das Ding. Der zweite Treffer für den ETV Hamburg. Der Regionalligist jetzt heiß auf Tore, denn es geht gleich weiter. Der nächste Anstoß. Dann der Freistoß, Ball an der Decke und Achtung, der ETV kommt schon wieder und gnadenlos. 3:0. Der Kreisligist ohne Gegenwehr zu diesem Zeitpunkt. Und die Männer in Rot legen nach. Wunderschöner Treffer hier. Zimmert das Ding hier rein zum 4:0. Der ETV tat etwas fürs Tore-Konto jetzt. Aber gibt es die Möglichkeit für den Kreisligisten? Nein, in letzter Sekunde nochmal gestoppt. Dann sofort der Gegenzug und auch der ist drin. Und somit steht es 5:0 in dieser Partie. Und es gibt tatsächlich noch einen. Der Regionalligist nicht mehr zu stoppen in dieser Partie. Am Ende heißt es 6:0 für den ETV gegen den Kreisligisten. Also der ETV macht jetzt mit da oben in Gruppe A. FC Kilia Kiel gegen den TSV Babeweg. Kilia Kiel braucht einen Sieg, um da oben mitzumachen in Gruppe B. Und der TSV Babeweg bräuchte dringend einen Dreier. Aber es kam so, 1:0 für die Kilianer. Der Regionalligist legt vor hier in dieser Partie. Und auch die nächste Aktion gehörte der Mannschaft aus Kiel. Es steht 2:0 nach diesem schönen Treffer hier. Schöne Drehung. Und dann rein das Ding. So kommt Badovic
Nochmal dieser Ball abgefangen und dann gibt es eine 3 gegen 2 Situation und Kilja Kiel bleibt da cool. Also 3:0 in dieser Partie. Kilja Kiel mischt damit ganz oben mit in Gruppe B. Für Bardowick nur noch ein Spiel Hoffnung. Und bei uns ist jetzt der ETV am Mikrofon. So, Therese, nach Startschwierigkeiten ist der ETV jetzt voll da. Ihr habt das Viertelfinale erreicht. Glückwunsch dazu. Dankeschön, Dankeschön. Was ist für euch noch drin? Also wir wollen ganz nach oben am besten das Turnier gewinnen. Wir sind natürlich auch Regio-Mannschaft. Wir wollen es nach oben schaffen. Wir wollen zeigen, wo wir herkommen. Wir haben eine hohe Erwartung an uns selber. Wir versuchen das Beste zu bestreiten. Super, beim ETV fließen jetzt auch wirklich die Tore wie am Laufband. Ja. Ihr habt ein bisschen gebraucht, um ins Turnier zu kommen. Ja, das stimmt. Ich weiß, woran es lag. Vielleicht waren wir einfach ermüdet von der Fahrt oder müde von gestern. Wir haben auch gestern anstrengendes Training gehabt, viele Läufe gehabt. Vielleicht davon, aber darf eigentlich gar nicht sein. Jetzt haben wir Fuß gefunden und planen weiter nach oben zu gehen. Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Es geht weiter. Der MTV Gifhorn gegen den Lüneburger SV. Für den MTV Gifhorn muss unbedingt jetzt ein Dreier her, sonst sieht es ganz, ganz dunkel aus hier. Und so präsentierten sich auch die Männer in Gelb mit den schwarzen Hosen. Da ist das 1:0. Schön abgewartet im richtigen Moment. Geduld bewiesen und vor allem Überblick. 1:0 für den MTV Gifhorn. Und die setzten nochmal nach. In der Ecke können sich da den Ball schnappen. Und dann, Achtung, gibt es die Übersicht. Ja, und vor allem durch die Hosenträger von Keeper Shahin zum 2:0 hier für den MTV Gifhorn. Sieht gut aus bis dato. Aber der Lüneburger SV kam nochmal. Achtung, die kommen hier mit der Bande und dann dem nötigen Glück zum Anschlusstreffer. Zum 1:2, aber zu spät in dieser Partie hier. Der letzte Abschluss und dann war Schluss hier. Der MTV Gifhorn holt sich also den ganz wichtigen Sieg und können noch hoffen auf das nächste Spiel, auf das Viertelfinale eventuell. So, das letzte Spiel in Runde 4 heißt Göttingen gegen Wiki. Für die Göttinger braucht ganz dringend einen Sieg. Wiki möchte da oben die Tabellenführung festigen. Schauen wir drauf, wer hier den besseren Start erwischt in dieser Partie. Es sind die Männer in Gelb, genau, der SC Göttingen. Hier der erste Abschluss und dann im Nachfassen. Die Abwehr landet direkt vor den Füßen. Somit 1:0 für den FC Göttingen. Nach knapp 2 Spielminuten hier. Aber die Antwort von Wiki kam prompt, direkt nach dem Anstoß. Hier kommt der lange Ball und da ist ja gar niemand. Und den macht er dann. 1:1, so heißt die schnelle Antwort. So sieht sie aus, die schnelle Antwort von Viktoria Hamburg hier in diesem Match. Und jetzt kam der Oberligist aus Hamburg besser ins Spiel. Die wollten hier den Dreier holen. Bergmann schnappt sich da die Kugel. Schöne Übersicht. Und dann auch hier durch die Hosenträger zum 1:2 Führung für Wiki. So, und einen haben wir noch. Und zwar für den Oberligisten. Die Männer in Blau setzten dann nochmal nach. Auch hier schöne Kombination und dann die Göttinger stehend K.O. zum 1:3. Damit der nächste Dreier für Viktoria Hamburg. Also auch die in Gruppe B ganz oben mit dabei. So, MTV Gifhorn ist bei uns am Mikrofon, da geben wir mal schnell hin. So, Marvin, das eben war ein ganz wichtiger Sieg für euch. Damit bleibt ihr am Leben. Wie hast du dieses wichtige Spiel erlebt? Ja, das war jetzt für uns erstmal ein Stück weit richtungsweisend. Ne? War wichtig, das Spiel. Kann man so ein Stück weit als kleines Finale betiteln. Mit dem Sieg, wie du schon gesagt hast, haben wir uns da schon selber an Leben gehalten.
haben dementsprechend das auch ein Stück weit selber in der Hand. Das ist immer das Beste, was man haben kann in der Situation. Und ja, jetzt heißt es aber trotzdem Mund abputzen und das letzte Spiel auch nochmal dreifach punkten. Du sagst es schon, im letzten Spiel habt ihr alles in der eigenen Hand. Ein Sieg muss her, vielleicht auch viele Tore. Auf was können wir uns denn da einstellen? Ja, von unserer Seite aus viel Leidenschaft. Wir haben viel Siegeswillen bei uns in der Mannschaft drin. Das müssen wir nur auf dem Platz auch umsetzen. Und wenn jeder seine Aufgaben auch macht, dann denke ich, werden wir das auch erfolgreich beenden, das Spiel. Wir sind sehr gespannt. Viel Erfolg. Danke. Danke dir. So, liebe Zuschauer, mittlerweile sind wir schon angekommen bei knapp 18 Uhr. Der vierte Block, die vierte Runde ist absolviert. Und wir schauen gemeinsam mal auf die Ergebnisse. Neumünster verliert gegen den LSK. Der Gastgeber marschiert hier aber sowas von vorne weg. Oberneuland gewinnt mit 1-0 gegen den TSV Adendorf. ETV Hamburg 6-0 Kracher gegen Eintracht Lüneburg. Kilja Kiel 3-0 gegen Badowick. Gifhorn kommt zurück ins Rennen, gewinnt mit 2-1 gegen den Lüneburger SV. Und der SC Göttingen verliert mit 1-3 gegen Viktoria Hamburg. Auch die marschieren hier ordentlich. So, jetzt schauen wir mal auf die Tabelle, denn langsam wird es hier richtig spannend. Schauen Sie mal gemeinsam mit mir drauf. Gruppe A, da ist vorne alles ganz klar. Der LSK 12 Punkte. Ja, und hinten raus, Sie sehen es, Gifhorn wieder im Rennen. Neumünster, Lüneburger SV, Frosch im Hals, weiter geht's. Wir gucken auf Gruppe B, denn da gibt es noch ein Rennen um die vier begehrten Plätze. 9 Punkte dreimal und die anderen drei haben 3 Punkte. Und da treffen jetzt gleich alle aufeinander. Es wird ganz, ganz spannend, ganz, ganz wichtige Spiele. Hier kommt Block Nummer 5 und hier sind die Partien. ETV Hamburg gegen den LSK, absolutes Spitzenspiel hier in Gruppe A. Kilja Kiel gegen den TSV Adendorf. Eintracht Lüneburg gegen MTV Gifhorn. Ich habe es gerade schon gesagt, das letzte Spiel hier, die letzte Möglichkeit für Gifhorn hier im Rennen zu bleiben. TSV Badowick gegen SC Göttingen. Auch da super, super wichtiges Spiel. Lüneburger SV gegen den VfR Neumünster. Auch das ist ein extrem wichtiges Spiel. Also nur wichtige Spiele und dann haben wir noch Wiki gegen Oberneuland. Und dann ist sie durch die Vorrunde und dann melden wir uns wieder mit den Viertelfinalbegegnungen. Also wünschen Ihnen bei den nächsten paar Spielen, beim nächsten Block viel Spaß und gute Unterhaltung. So, das sind die letzten Spiele in der Vorrunde und gleich ein Topspiel hier in Gruppe A der ETV Hamburg gegen den Lüneburger SK. Also die Landesligisten gegen den Regionalligisten. Und schauen Sie mal auf den Auftritt von den Männern in Weiß. Die führen hier sofort mit 1-0. Klasse rausgespielt. Dann schön vollendet den Konter von Corbin Behrens. Der war auf der Jagd hier nach der Torkanone in diesem Turnier. Und der LSK war nicht zu stoppen. Der nächste schöne Treffer. Da konnte der Regionalligist nur noch zusehen, 0-2. Und Sie wissen schon, was kommt. Knapp 5 Minuten gespielt. Der LSK setzte nochmal einen nach. Wir haben wieder das magische Dreieck und Corbin Behrens vollendet das Ganze wieder. Also, gegen einen Regionalligisten tut sich der Lüneburger SK gar nicht schwer, ganz im Gegenteil, sie machen sogar 4-0 abklatschen, absolut verdient hier nach dieser Vorstellung hier vom LSK. Also, ohne Niederlage, alle Punkte geholt, ziehen absolut verdient als Erster ein hier ins Viertelfinale. So, Kilja Kiel gegen den TSV Adendorf. Die einen wollen ganz nach oben in Gruppe B und Adendorf, ja, vielleicht noch mit dem letzten Funken Hoffnung, mit einem ganz hohen Sieg hier vielleicht etwas noch zu reißen bei dem Turnier. Aber der Regionalligist nicht auf Geschenke verteile Kurs hier, führen mit 1-0. Aber Adendorf kam nochmal. Und schauen Sie mal, tatsächlich gegen den Regionalligisten, dann mit dem Ausgleich. Und dann jubelt die Halle natürlich wieder.
sehr sympathisches Auftreten auch da von den Zuschauern. Machten richtig Stimmung hier in der Halle. Kilia Kiel machte auch Stimmung und zwar auf dem Toreboard. Achtung! Die setzen sich da körperlich einfach durch und dann die erneute Führung für die Kilianer in dieser Partie. Und der Regionalligist hatte noch einen im Köcher. Da ist der freie Mann. Und dann gibt es den Slalomlauf um den Keeper. Und somit steht es 3:1. Der TSV Adendorf verabschiedet sich. Sehr sympathisches Auftreten mit den ganzen Zuschauern hier. Kilia Kiel zieht ein ins Viertelfinale. Und bei uns steht ein Torjäger bereit zum Interview. Wir geben ab. So, wir haben meinen Gast Corwin Behrens, der Captain vom LSK, ist bei mir. Corwin, bevor wir gleich zur Tabelle kommen, ein Wort von dir zum Turnier hier. Wie gefällt es dir heute? Ja, absolut überragend. Großes Kompliment an Jörg Harder und sein Team. Weltklasse-Ausrichtung. Ich glaube, alle Mannschaften sind hochzufrieden, die Zuschauer sind zufrieden. Ich glaube, das macht allen Leuten hier Spaß. Nicht nur die Jungs, die unten auf dem Spielfeld sind, sondern auch die Leute, die den Weg hierher gefunden haben. Corwin, jetzt zur Tabelle. LSK. Platz 1, 15 Punkte, ihr seid durchmarschiert durch die Vorrunde. War das so zu erwarten, der große Favorit hier? Zu erwarten weiß ich nicht, aber Halle soll Spaß machen. Ich glaube, den Spaß entwickeln wir von Spiel zu Spiel immer mehr, wenn man das Spiel gerade gesehen hat. Ja, es war eine tolle Vorrunde. Wir haben guten Fußball, glaube ich, gezeigt. Aber jetzt kommen die K.O.-Spiele und da wollen wir natürlich daran anknüpfen, dass wir da relativ weit kommen, um so ein bisschen auf Understatement hier zu machen. Wenn wir hier so rumfragen, dann sagen uns ganz viele, der Gastgeber LSK ist der Favorit. Ist das so? Ja, weiß ich nicht. In der Halle kann es schnell gehen. 10 Minuten oder dann die Quali-Spiele in 12 Minuten. Da kann alles passieren. Ich meine, wir haben es beim Buhnzauber gesehen, dass wir, wenn wir Spiele nicht ernst nehmen, dann kann es auch mal eng werden. Und ja, daraus haben wir gelernt und ich glaube, heute werden wir es besser machen. Dann ganz viel Glück fürs Viertelfinale. Danke dir. Dankeschön. Ne? Mach weiter so. So, wir machen weiter. Eintracht Lüneburg gegen den MTV Gifhorn. Ja, Sie haben es gehört, der MTV braucht einen Sieg und dann können Sie hoffen hier aufs Viertelfinale, noch ganz spät in diesem Turnier. Die erste Aktion kommt von dem Kreisligisten hier. Achtung, über rechts über die Bande und ganz hinten und plötzlich 1:0. Das ist ein Schock für den MTV. Die hatten sich so viel vorgenommen in dieser Partie und das nach knapp 30 Sekunden hier in diesem Match. Aber die Antwort kam von den gelben Männern mit den schwarzen Hosen. Ausgleichstreffer, schön rausgespielt, gute Übersicht. Und der MTV Gifhorn setzte dann um, was sie sich vorgenommen hatten. Und tatsächlich kamen sie noch zu diesem einen ganz, ganz wichtigen Tor, das dann die Führung brachte und auch den Sieg brachte in diesem Spiel. 40 Sekunden vor Schluss holt also der MTV Gifhorn den Dreier und hofft damit noch auf das Viertelfinale. Zum Ende steht ein knapper 2:1 für den MTV. Bardowik gegen Göttingen. Beide noch mit der Chance auf das Viertelfinale. Wer wird sich durchsetzen hier? Die ersten Highlights sehen so aus in dieser Partie. Ballbesitz für die Männer in den ganz gelben Trikots und sofort der Führungstreffer hier für Göttingen. 1:0. Damit war die Richtung klar nach knapp 4,5 Minuten für Göttingen. Und die legen dann nochmal nach mit Geduld und am Pfosten steht Morina. Andi Morina, den haben sie übersehen, der netzt dann ein. Schiebt nur noch über die Linie zum 2:0. Aber Bardowik steckte nicht auf. Vielleicht gibt es ja noch eine Möglichkeit. Zumindest kommen sie hier zum 1:2 Anschlusstreffer. Mit Hilfe vom Innenpfosten geht der Ball dann über die Linie. Aber Göttingen machte es dann jetzt clever. Hier gibt es den Ballgewinn und dann die Umschaltsituation über das Dreieck. Am Ende ist es die Bande und dann
das 1:3. Also Göttingen mit der Vorentscheidung. Und einen allerletzten haben wir noch nach diesem Ballverlust. Dann nochmal Andi Morina mit dem 1:4. Damit verabschiedet sich der TSV Badowick aus dem Turnier und Göttingen zieht ein ins Viertelfinale. So, und auch hier geht es ums Weiterkommen ins Viertelfinale. Für beide Mannschaften ist das hier noch möglich. In Gruppe A Lüneburger SV aus der Bezirksliga gegen den VfR Neumünster Flens Oberliga. Wir schauen auf die ersten Aktionen in diesem Spiel. Ballbesitz für den Lüneburger SV. Die probierten es hier gegen den Oberligisten. Aber es kam in dieser ersten Aktion nichts Zählbares heraus. Der Keeper packt zu und Achtung, sieht dann sofort an der zweiten Hälfte den freien Mann. Und dann steht es 1:0 für den VfR Neumünster hier in dieser Partie. Und in der nächsten Aktion Keeper Shahin sucht die Anspielmöglichkeit, da kommt der Fehler und dann ist es ein 1:1 und die kurze Ecke dann zum Erfolg. Der VfR erhöht also auf 2:0 hier, ganz wichtiges Tor, denn der Lüneburger SV kam nochmal und zwar so mit dem Anschlusstreffer hier. Die Mannschaft, die ja nachgerückt war, ganz spät gestern Abend noch nominiert wurde, verkaufte sich gut hier bei diesem Turnier. Am Ende hat es aber nicht gereicht. Verabschieden sich aus dem Turnier. Der VfR Neumünster zieht ein ins Viertelfinale. So, und beim allerletzten Spiel in der Gruppenphase in Gruppe B zwischen Vicky und Oberneuland. Da ging es dann tatsächlich um die Tabellenführung. Man wollte Kilja Kiel nochmal Konkurrenz machen da in der Gruppe B an der Spitze. Wir schauen mal drauf, wer den besseren Start erwischte. Vicky hier zuerst an die Bande, aber die bleiben heiß. Und Achtung, am zweiten Pfosten, da steht einer dann ganz blank. Somit die Führung für Vicky, das wäre Dato. Jetzt dann die Führung in Gruppe B, aber der FC Oberneuland hatte noch ein Wörtchen mitzureden hier in dieser Partie. Die kommen nämlich hier zum Ausgleichstreffer. 1:1, der Ball erst an den Pfosten und dann vom Rücken des Torwarts dann rein hier. Es gibt in diesem Spiel keinen Sieger, sondern die Punkteteilung. Aber es soll sicherlich beiden Mannschaften recht sein, denn wir werden beide gleich wiedersehen im Viertelfinale nach diesem 1:1 hier. Und damit ist sie beendet, die Vorrunde vom Sendbruder Neujahrscup des NSK. 1:1. So, und damit ist die Vorrunde gespielt hier beim Sendbruder Neujahrscup 2024. Wir gehen ins Studio und dann wieder zurück mit den Viertelfinalpartien. So, liebe Zuschauer, jetzt ist sie vorbei, die Vorrunde. Es geht natürlich jetzt noch weiter mit den Viertelfinals. Aber wir schauen erstmal auf die Endergebnisse von der Vorrunde. Und da sehen wir, ETV verliert gegen den Lüneburger SK mit 0:4. Also der Gastgeber marschiert hier komplett durch die Vorrunde. Kilja Kiel gewinnt mit 3:1. MTV Gifhorn ist zurück in dem Turnier. Gewinnt mit 2:1, also hat die letzte Chance wahrgenommen. SC Göttingen gewinnt mit 4:1 gegen Badowick und dann haben wir Neumünster mit einem 2:1 Sieg und Vicky Hamburg gegen Oberneuland. Das endet mit einem 1:1. So, Frosch im Hals, jetzt darfst du die Viertelfinals verkünden. Alles klar. Ja, also als erstes spielt der Lüneburger SK gegen den SC Göttingen. Dann muss Vicky gegen Neumünster ran. Als nächstes spielt Kilja Kiel gegen MTV Gifhorn und als letztes Viertelfinale haben wir ETV Hamburg gegen FC Oberneuland. Lina, weißt du was? Dein Favorit und mein Favorit spielen jetzt im Viertelfinale gegeneinander. Ich bin super gespannt. Ab hier trennen sich unsere Wege. Viel Spaß, hier kommen die Viertelfinals vom Sendbruder Neujahrscup 2024.